Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen People Sprint Best Of. Falls ihr den Livestream verpasst habt, das war sehr spontan, denn wir haben am 3.12., also am Sonntag letzte Woche, nochmal einen People Sprint veranstaltet. Selbes Format wie letztes Mal, ein paar andere Teilnehmer dieses Mal dabei. Einfach damit wir es noch einmal in 2023 durchführen. Nächstes Jahr wird ein großes Jahr für People Sprint. Da wird es einige News geben, neue Formate, neue Turniere, neues Event. Es wird sehr, sehr geil. Ich freue mich darauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und auch keinen People Sprint verpassen wollt, genauso wie immer Ankündigungen haben wollt, wann die Videos kommen, dann joint definitiv meiner WhatsApp-Gruppe. Link ist in der Beschreibung, der erste Link. Und der zweite Link, den ihr findet, ist nach wie vor das People Sprint Mauspad. Wir haben diesmal leider keine Kollaboration mit Nifter direkt, aber das Mauspad ist immer noch da und ich bin sehr überzeugt davon. Ich habe es auch selber hier bei mir gerade in Verwendung. Und wenn ihr es auch haben wollt oder vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für einen Freund oder eine Freundin noch braucht, dann checkt es gerne aus mit dem Code WENI10, spart ihr nochmal 10%. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Best-of. Mehr Minecraft Speedrun Content wird jetzt kommen. Ich habe Bock, ich habe einen neuen PC. Ich bin sehr, sehr hyped. PB wird angegriffen, Ranked wird angegriffen. Wir sehen uns im Stream dafür, würde ich sagen. Viel Spaß mit dem Video. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu People Sprint. Wir sind wieder am Start, live aus dem Studio hier, mit einer weiteren Ausgabe, der letzten Ausgabe für das Jahr 2023. Haben wir das recht spontan noch reingesqueezed. Ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, dass das hier nicht lange angekündigt oder geplant war. Ähnlich war es auch mit den Teilnehmern und allem, aber wir sind spontan. Das klappt super. Dementsprechend herzlich willkommen zu People Sprint Version 9. Letzte Mal dieses Jahr. Ein kleines Weihnachtsgeschenk von uns, kann man sagen, hier in diesem ersten Advent. Wunderschön. Ich hoffe, ihr habt Zeit gut verbracht. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Es rutschen nicht irgendwelche Autos in euer Haus hinein, weil alles eingefroren ist. So schaut es in Österreich nämlich überall aus. Die Eiszeit hat begonnen. Aber ja, wir sind hier, um Minecraft zu speedrunnen, nicht um zu erfrieren. Und haben heute auch wieder ein actionreiches Programm. Nur für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal bei einem People Sprint dabei sind, würde ich jetzt vielleicht ganz kurz mal ausholen und erklären, was das überhaupt ist. Ihr könnt euch alle Infos natürlich auch auf der Website holen, auf www.peoplesprint.at. People Sprint ist ein Minecraft Speedrun-Turnier. Das Ganze funktioniert aktuell so, dass wir ein Tag-Team-Format haben. Das bedeutet, wir haben Zweier-Teams. Und zwar 4 an der Zahl dieses Mal. Die bestehen immer aus einem Streamer aus dem Minecraft-Bereich und einem Speedrunner auch aus dem Minecraft-Bereich. Der Streamer ist dann in den meisten Fällen jemand, der Berührungspunkte mit Minecraft hat, aber nicht wirklich professionell speedrunnt. Und die Speedrunner sind halt die, die dann professionell speedrunnen. Heute streamen alle davon auf ihren eigenen Kanälen. Zusätzlich gibt es von mir hier nochmal meine Live-Übertragung und wo alles dann restreamt wird, wo wir drüber kommentieren werden. Also hier seht ihr dann jede POV. Wir haben die Teams, die am Start sind. Ich glaube, wir können auch zuerst mal drauf schauen, dass wir die Streamer einblenden, die heute dabei sind. Das sehen wir dann hier nämlich. Das sind zum einen Wichtiger, der hier seinen Titel verteidigen möchte. Der hat letztes Mal hier gewonnen, gemeinsam mit dem Teammate Nice Twice, der heute nicht dabei sein wird. Also neues Umfeld für ihn, neue Gegner für ihn. Schauen wir mal, wie Mike das machen wird. Dann haben wir Nurex dabei, der durch Craft Attack gerade am Start sehr, sehr viel in unserer Bubble unterwegs ist und noch nie Minecraft gespielt hat. Ich habe ein bisschen überredet, dass er mitmacht. Schauen wir, wie die Performance heute läuft. Grüße gehen raus, Marcel. Dann haben wir Fabo, der war letztes Mal nicht dabei wegen Umzug. Dieses Mal ist er wieder am Start. Und als letztes noch Castcrafter. Dann haben wir die Profis, die können wir auch einblenden. Die Profis sind die nächsten, die jetzt am Start sind. Und ihr seht auch schon anhand von den Farben, wer mit dem Team bildet. Wir werden das gleich nochmal genau anschauen. Als erstes haben wir wieder Misfit. Misfit ist Brasilianer, wohnt aber in Berlin, spricht Deutsch, hat letztes Mal auch schon mitgemacht. Ist vielleicht der einzige Kandidat, der aufgrund von Internetproblemen, Deutschland, wir kennen es, immer mal wieder ein bisschen Struggles hat, der vielleicht nicht streamt, sondern wo sein Mate wichtiger das Restreamen wird. Dann haben wir D-Max dabei, der jedes Mal bei People Sprint am Start war. Vielleicht kann er sich hier jetzt wieder den Win holen. Dann haben wir Multipearl, der war letztes Mal das erste Mal am Start, ist auch wieder dabei. Und wir haben auch noch Chaos Flow, der hier ebenfalls in der Pro-Kategorie ist. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ist Chaos Flow nicht in der Streamer-Kategorie? Weil er halt so gut ist im Speedrunnen. Der hat eine der besten Zeiten in Österreich, bessere Zeit als ich sogar bei Speedrun, spielt viel Ranked, spielt viele Speedruns generell. Würde eher hier als Pro passen. Dementsprechend, liebe Grüße Flo, ist hier jedes Mal auch am Start bei Peoples. Und dann schauen wir uns gleich die Teams an, die diese netten Herrschaften hier jetzt an der Zahl bilden werden. Vier sind es, wie gesagt. Wir fangen an mit dem Titelverteidiger-Team, kann man sagen. Wichtiger und Misfit hier als Lava Legends unterwegs. Dann haben wir Emerald Knights, Nodiax und D-Max. Dann haben wir Fabo und Multipearl bei den Obsidian Outlaws. Und das letzte, die Netherstorm Raiders, sind dann Castcrafter und Chaos Flow. Ich habe geschaut dieses Mal, dass wir die Teams so ein bisschen hin und her balancieren, dass es auf jeden Fall balanced sein wird und dass kein bisher vorhandenes Team wieder antritt. Weil wir haben ja schon öfter Peoples Sprints gemacht und manche Teams gab es schon ein paar Mal, zum Beispiel Flo und Fabo. Und das haben wir jetzt geschaut, dass wir extra ein bisschen aufteilen und jetzt haben wir jedes Mal ein neues Team. Die haben noch nie zusammen gespielt, wissen auch erst seit gestern, dass sie ein Team bilden, also es wird sehr, sehr geil. Ich freue mich mega drauf. Ja, und das war es eigentlich zu dem ganzen Thema. Wir haben nämlich wieder 750 Euro Preisgeld hier für People Sprint Version 9 und zwar wieder genauso wie es ja gab bei den Tag Teams. 500 Euro gehen an das Gewinnerteam und dann haben wir nochmal 250 Euro on top für den sozusagen MVP des ganzen Turniers, denn wir messen auch die individuelle Performance, wer den schnellsten Run auf einem Seed hat am Ende des Turniers. Individuelle Leistung bekommt auch nochmal 250 Euro on top. Ansonsten für euch zum Format noch ganz kurz, wir spielen insgesamt 5 Seeds, 4 davon zweimal. Das Ganze wird so ablaufen, dass zuerst die 4 Profis auf einen random Seed blind spawnen und die wissen nicht, was sie erwartet. Sie wissen grob,
was für eine Bastion es gibt, was für ein Seed das ist, aber sie haben keine genauen Vorstellungen. Müssen die dann durchspielen und währenddessen dürfen die Streamer zuschauen und dürfen auch Notizen machen. Sie dürfen auch andere Streams schauen, dürfen auch den Stream hier schauen und dürfen auch mit Chat gemeinsam zum Beispiel Koordinaten merken. Vollkommen egal. Es gibt hier keine Limitierungen. Ihr könnt alles nutzen, was ihr wollt. Nach einer halben Stunde Game Time, Realtime, also eine halbe Stunde, nachdem die Pros alle gestartet haben, ist dann Ende. Wer noch nicht fertig ist, wird dann nur der Punktestand gemessen, wie weit man gekommen ist. Die schnellste Zeit macht die meisten Punkte. Und danach spielen die Streamer dieselbe Map, die Profis gerade gespielt haben, wissen aber natürlich schon alles, was darüber gibt und haben vielleicht Notizen gemacht und so weiter und so fort. Das Ganze ist dann eine Map. Wenn das abgelaufen ist, also zuerst Profis und Streamer, das machen wir insgesamt viermal, zweimal jetzt am Anfang, dann haben wir eine Special-Runde und dann haben wir noch zweimal dasselbe wieder. Und so ergibt sich am Ende die Punktzahl, die Platzierung auf den einzelnen Seeds addiert sich dann nämlich hoch und so haben wir das Endergebnis. Werden wir immer wieder im Stream auch einblenden, werdet ihr sehen. Das letzte, was wir nämlich noch haben, was für den Ablauf wichtig ist, ist der Special-Seed, der in der Mitte passieren wird, also der dritte Seed. Den werden wir wieder wie gehabt, wie letztes Mal, als FSG-Seed bespielen. Das ist ein Filter-Seed. Wer nicht weiß, was das ist, es gibt eine extra Speedrun-Kategorie in Minecraft, wo man Seeds sozusagen nach einem bestimmten Kriterium generieren konnte mit einem Generator. Und das ist zum Beispiel immer, du spawnst jedes Mal in einem Dorf. Wenn du in den Nether gehst, dann ist jedes Mal bei Post-Post, also wenn du in die Plus-Plus-Koordinaten läufst, ist immer eine Bastion und eine Festung ist immer im anliegenden Quadrant, also immer auf Minus-Plus oder auf Plus-Minus, direkt anliegend an der Bastion. Und wenn du von der Festung bei 150, minus 150 dann zum Beispiel dein Portal baust, bist du immer in der Nähe des Strongholds. Das sind die fixen Kriterien, die ein Filter-Seed zum Beispiel hat. Und so einen haben wir. Der Clou an der Sache ist, es gibt trotzdem die volle Punktzahl, also genauso viele Punkte, wie wenn man einen Seed zu zweit spielt. Allerdings spielen den nur die Streamer. Das heißt, die Streamer sind auf sich alleine gestellt, wissen vielleicht in der Situation dann nicht, wie das Seed aussieht, haben nicht das vorher schon bei einem Profi gesehen, aber die Profis dürfen sie natürlich jederzeit coachen, was sehr, sehr cool ist dann wiederum. Dadurch kann man schauen, wie kann man sich darauf vorbereiten am besten, war ja wenig Vorbereitungszeit, und dann natürlich weiterführend auch, welcher Profi kann welchem Streamer am besten die Informationen verklickern. Erste Runde, erste Map People Sprint, Abfahrt. Die Profis sind am Start. Wir sehen oben links D-Max und wir sehen unten rechts Multipearl, also die Teammates von Wichtiger und Fabo. Chaos Flow ist noch nicht ganz ready und Misfit war noch in der Practice Map, weil er wahrscheinlich seinem Mate gerade nochmal irgendwie Portalgießen zeigen wollte. Ein Punkt, der vielleicht noch relevant ist für euch, damit ihr auch Bescheid wisst, wir haben natürlich eine eigene Mod bei People Sprint. Falls ihr das erste Mal zuschaut, kennt ihr das vielleicht noch nicht. Diese eigene Mod funktioniert so, dass sie im Spiel gewisse Randomness-Faktoren manipuliert. Dazu gehört zum Beispiel ein Eisengolem, droppt ihr normalerweise 3 bis 5 Eisen. Mit unserer Mod droppt ihr immer 5 Eisen. Dann haben wir Werbung bei Chaos Flow. Bei Gravel, normalerweise eine 10% Chance, dass ein Flint droppt, wenn du Gravel abbaust. Bei People Sprint ist es aber so, dass jedes dritte Gravel zu 100% ein Flint droppt. Dann Blazes haben eine 50% Drop Rate von Blaze Rods. Bei People Sprint funktioniert es so, dass jede zweite Blaze zu 100% droppt. Und so weiter und so fort. Also wir haben einige Änderungen vorgenommen, die das ganze Spiel hier deutlich less random machen sollte. Dann werden wir da auch gleich nochmal reinschauen natürlich. Oh! Die werden mich nicht chasen, oder? Oh mein Gott. Was habe ich da denn gehittet? Und das ist Pain. Das ist Pain für Multipearl. Darf man resetten? Man darf nicht resetten. Oh mein Gott, wer Misfit ist hier gestorben? Ich hätte die Schere so gehoben. So ungefähr so. Wichtiger ist schon gut aufgeregt, wie man sehen kann. Okay, Dima wird jetzt eine schöne Strategie machen, die sich Triangulation nennt. Beziehungsweise er macht das mit dem Ninja Brain Bot. Das haben wir seit dem letzten Mal bei People Sprint erlaubt. Das Ganze funktioniert so, er wirft ein Auge, stellt sein FOV ganz weit runter. Seine Maus-Sense auch und er aimt genau auf einen speziellen Punkt in dem Enderauge, in die Richtung, in die es fliegt. Diesen Input kann er dann in ein Tool kopieren, den Ninja Brain Bot, das sieht man unten rechts bei ihm. Und wenn er dann ein zweites Auge wirft und das nochmal macht, dann kann der anhand von dem Flugwinkel sehr genau berechnen, wo genau der Stronghold sich befindet. Sieht sehr, sehr nerdy aus, ist aber gar nicht so komplex. Und jetzt sieht man unten schon 100% am Start. Und damit weiß Dima, wenn er den richtig geworfen und gamed hat, ganz genau, wo sich der Stronghold befindet. Dima hat seine 5 Betten, damit sollte er auf jeden Fall safe sein. Und das dürfte dann hier der erste Dragon Kill sein, den wir sehen. Souverän runtergespielt, souveräner Seed, der runtergerannt wurde. Und sollte das ohne Probleme eigentlich hinbekommen. Ja, Drache ist tot mit 5 Betten. Damit ist der Run beendet. In bisschen mehr als 10 Minuten. 10 Minuten, 5 Sekunden. Das sieht sick aus. Und Chaos Flow beginnt mit dem One-Cycle. Das ist ein One-Eye. Hat genug Betten. Sollte passen. Und damit ist der Run für ihn auch vorbei. Dürfte der zweite Platz sein auf dem Seed hier von den Pros bisher. Wie gesagt, am Anfang jetzt macht es noch nicht so viel Unterschied, welche Platzierung man erzielt. Aber jeden Punkt für sein Team nimmt man natürlich sehr, sehr gerne mit. Und das sieht auch nicht schlecht aus mit 5 Betten. 6 Betten sind sogar, ne? Ja.
Ja, wenigstens noch 15:30 ungefähr. Ja, 15:30 hören wir nochmal. Wir haben nur unten noch die falschen Bauchbinden. Gut, und damit sind wir durch, was die Pros angeht, glaube ich. Wir haben damit den ersten Seed gesehen. Ihr wisst jetzt, wie der Ablauf ist. Beziehungsweise den genauen Ablauf lernt ihr jetzt kennen, wenn die Streamer jetzt spielen. Während die sich jetzt noch kurz vorbereiten, ready machen, hey, wir müssen jetzt nochmal kurz irgendwie das trainieren und dies und das machen, gehen wir dann gleich ready in die nächste Map. Und die ist dieselbe, wie gerade eben. Nur die Streamer kennen sie eben schon. Und das wird vor allem bei Leuten wie zum Beispiel einem Wichtiger, der schon hier gewonnen hat, bei einem Fabo, der auch schon mal gewonnen hat, sehr, sehr geil sein. Wir schauen aber, bevor wir dann in die Runde gehen, die müssen jetzt erstmal starten und so weiter und so fort, den aktuellen Zwischenstand an. Der ist, wie gesagt, recht unaussagekräftig, weil es sind ja erst 4 Runs gespielt worden. Aber dann seht ihr schon mal, wie das Leaderboard aussieht und wie das aufgebaut ist. Und zwar haben wir hier Dima über Chaosflow, über Misfit, über Multipearl, aber es ist recht nah beieinander und Punkte ist, wie gesagt, immer nur einer weniger. Also erster Platz kriegt 8 Punkte, 7, 6, 5 und so weiter und so fort. Jetzt kommen noch die 4 Streamer dazu und dann sehen wir eh, wie sich das Ganze ergibt. Ich sehe nur gerade, wir haben umstellen müssen von den Anzahl der Teilnehmer, lass dich nicht verwirren. Es ist 1 bis 4 und dann natürlich 5 bis 8. Das ist nur ein Zahlendreher, der vom letzten Mal drin war, weil wir da eben ein Team mehr hatten. 3 von 4, wir gehen rein, Abfahrt, erster Sieg für die Streamer. Zack. Diese random ass Werbung, es ist so insane. Na, muss ich extra mal vorne bauen, aber. Fabian! Nein, ich hab keinen Bock mehr, ich geh offline. Ich brenn halt aus, ne? Ich meine, du kannst doch essen. Brennt er echt aus? Ich lass mich ausbrennen. Er brennt echt aus! So, Marcel. Dann so ein L am Portal. Und hinten bei dem L das Wasser setzen. Perfekt. Oha! Naturtalent, Marcel, Naturtalent. Oh, das sind oben Leute. Pass auf, du musst. Das sind oben Leute. Die kommen. Die müssen da reinfolgen. Oh, nicht alles. Jetzt hat er es nicht gesehen. Egal, der hat einen Crossbow. Du kannst ihn mit Lava killen. Aber immer eins mit Lava. Nee, den kannst du auch. Oh mein Gott. Boah, das sind so viele. Marcel ist so massiv wie vorne. Jetzt kommt auch noch Sorglin. Stopp. Oh mein Gott. Stopp. Pause. Oh mein Gott. Ja, das sieht sehr gut aus bei Marcel. Okay. Der hat alle Schweine reinbekommen, wow. So, Fabo im End, wahrscheinlich der Erste, wenn ich das richtig sehe. So, und damit ist Fabo auf dem Weg für den Purge. Wie bereits erwähnt, wenn man hier mit unserem Modpack über die Koordinaten 60 oder minus 60 bei Z geht, dann purge der Drache instant. Danke für die Werbung, Fabo. So, Heiko am Drachen. Die Betten sehen gut aus. Wow, wir haben eine lange Reise hinter uns, Freunde, dass wir hier so cleane One-Cycles hinbekommen. Clap für Heiko in den Chat, Freunde. Sieht nicht schlecht aus. Oh! Marcel giftet. Das Wunderkind. Der Goat. Der Sigma. Der Mann hat noch nie gespeedrunnt. Noch nie. Ja. Da waren 2 Betten dabei, die haben wenig Damage gemacht. Aber sehr, sehr stark. Ja. So viel kann man dazu sagen. Jetzt haben wir den ersten Seed komplett fertig gespielt, von Pro-Seite und von Streamer-Seite. Wir haben alle den Run abgeschlossen und jetzt schauen wir auf das Leaderboard, wie sich das Ganze auswirkt. Platz 1 aktuell macht Dimerx, direkt gefolgt von Chaosflow, Misfit und Noriax, der tatsächlich dann schneller war als Multipearl. Der ist aber auch gestorben in dem Run, darf man nicht vergessen. Dann Fabo, Multipearl, Taskcrafter und Wichtiger zuletzt. Es ist wie gesagt der erste Run, man addiert die Punkte jetzt zusammen. Wir haben auch schon einen Overall den aktuellen Punktestand dann bei den Teams, den können wir uns auch anschauen. Das ist der aktuelle Teampunktestand und jetzt seht ihr, warum es aktuell recht egal ist. Das sind jetzt so, wenn man so denkt, die möglichen Punkte, die man pro Map holen kann. Ja? Ich höre gerade aus der Regie, wir können auch schon den Best Run bisher anzeigen. Ist wie gesagt, jeder hat erst einen Run, dementsprechend ist das nicht so dramatisch, aber es gibt ja nochmal neben den 250 Euro Preisgeld pro Teammate im Gewinnerteam, also 500 fürs Gewinnerteam, was aktuell erster Platz Dimerx und Norax sind, haben wir auch nochmal 250 Euro Preisgeld für den schnellsten individuellen Run. Das wäre nach aktuellem Stand ebenfalls Dimerx. Aber da kommt noch ein FSG-Seed, der deutlich schneller finishable ist, den nur die Streamer spielen. Und die Streamer werden auch immer besser pro Run, den sie weiterspielen, weil sie ja die Seeds davor schon von den Profis kennen. Und jetzt eben, wie gesagt, die Info ist da, alle sind ready. So, Seed Nummer 2, ich sehe mich selber. Oh Mann, und jetzt kann ich halt nicht resetten. Let's play Minecraft. Ja, Dino kann jetzt nicht resetten, aber was Dima machen kann, er kann einfach ein anderes Portal nehmen. Er muss nicht dieses Rune-Portal bespielen, er kann rein theoretisch einfach eine Schlucht suchen. Wenn euch das passiert, dass hier eine Lava übergossen wird, dann ist das Portal nicht mehr completable. Okay, aber das ist so mehr oder weniger so ein Skill-Check, den ich bei dem Seed ganz geil finde. Weil du musst es halt schaffen, richtig im Portal zu gießen und das ist nicht leicht, wie man gesehen hat, auch bei Profis. Dima hat auch einen Fehler gemacht. Einmal kurz Wasser falsch geplaced und das ist gleich sehr ärgerlich. Chat, könnt ihr Wichtiger sagen, dass er bitte Werbung schalten soll, damit wir nicht alle 30 Sekunden Ad bei ihm bekommen? So, Dima jetzt auch bei der Bastion. Multipearl schon auf dem Weg raus, der hat schon alles. Geht jetzt nochmal nach oben, weil er, glaube ich, noch Obby aus den Kisten holen möchte. Für das zweite Portal. Aber das sieht gut aus. Der hat 41 Obby, sehe ich das richtig? Was ist das denn? Okay, ist das crazy. Wird sich hier nochmal ein paar die Blazes holen und ich glaube, das müsste, wenn das jetzt richtig droppt,
Hocken ist ein bisschen ab. Ja, ich hab schon. Okay, sehr geil, sehr geil. Multipearl hat wirkliches Glück im Unglück die ganze Zeit. Das ist unfassbar. Er hat halt zum Glück die Fire Easy drin, er hat da keinen Fallschaden, alles easy. Ich hab halbes. Deswegen hat er so viel Schaden gemacht. Oh mein Gott! Und du brauchst nur 6 Rods. 5 Rods. Ja, das ist auch eine gute Info, die Pros an die Streamer weitergeben. Wie viele Augen man tatsächlich überhaupt braucht, weil sonst kann das oft gewastet sein, dass du sagst, okay, du hast jetzt Zeit verschwendet, indem du zu viel Blaze Rods gefarmt hast. Und das müssen die Streamer einfach nicht machen, weil die das wissen. Und damit beginnen die One Cycles. Und ich glaube, Multipearl ist tatsächlich der erste mit dem Sub 10 End-In. Es wird nicht die beste Zeit werden, die hat der D-Max. Und die ist, glaube ich, nach wie vor akkurat. Aber Misfit könnte dem gefährlich nahe kommen. Der ist nämlich erst bei 9 Minuten. Ist damit auch natürlich in der Zeit noch vor Multipearl. Und los geht's. Das sollte absolut kein Thema sein. Und er finisht hier den Run. In Realtime als Erster, aber in Game-Time, wenn Misfit jetzt alles hinbekommt, wird er schneller sein. Das werden wir jetzt sehen. Ja! Sub 10 possible? Bro, das ist die Sub 10! Das ist die Sub 10! Let's go! Das ist es tatsächlich, ja? Kann es sein, dass es die erste ist? Ich weiß nicht, Veni, falls du gerade zuhörst, sag mal bitte, ist es die erste? Du stellst mir Fragen. Alter! Maxi, wenn du das hier im Stream hörst, kannst du nachschauen, ob wir schon mal so eine schnelle Zeit hatten? Wow! Ich glaube, wir hatten schon mal 9 Minuten irgendwas. Dauert das herauszufinden. Vielleicht ein Funfact, den wir am Ende des Streams haben, aber ich weiß es nicht genau, ob es der schnellste Run war. Bis jetzt ist es auf jeden Fall der schnellste Run hier. Flo wird hier Zero Cycle, wenn ich es richtig sehe. Das ist ein Weird Flex. Damit ihr versteht, wie das funktioniert, der Drache landet ja normalerweise und purged. Man kann das aber ein bisschen besser anticipaten. Okay, warte. Oben ist kein Obsidian. Das könnte jetzt ein riesen Fail oder ein riesen cooler... Weh, wir haben das verpasst! Also der sichere Weg für Flo wäre jetzt gerade Bett abbauen, runtergehen, normal fertig spielen. Ich weiß aber, er will es cool machen für Content. Okay. Verstehe ich voll und ganz. Er muss jetzt Bett poppen, sich 3 Blöcke hochbauen, Respawn Anchor placen und dann wieder runterdroppen. Und das, bevor der Drache eine Drehung macht. Das wird hart. Das wird sehr hart. Nee, ich hab Borte. Okay. Schnelle Entscheidung getroffen. Es sind legit 5 Sekunden oder so, maybe. Aber es wäre schon cool gewesen. Es wäre tatsächlich cool gewesen. Aber es war auch so ein cooles Content-Piece, Flo. Well played, nice. Run beendet. Und damit sind alle Profis durch. So, ich glaube, wir sind ready mit dem Leaderboard. Wir schauen jetzt mal auf das Ranking von Seed Nummer 2. Den ersten Platz, ohne große Überraschung, macht Misfit. Unter 10 Minuten, 9,39 gesamt. Also die schnellste Zeit, die wir haben. 8 Punkte nimmt er damit vorerst mal mit. Gefolgt von Multipearl, der mit 10,27 knapp dahinter ist. D-Max mit 11,03 und Chaosflow mit 12,45. Ich habe gerade im Hintergrund gehört, die ersten Streamer haben gestartet. Und ich würde sagen, wir können auch schon einfach direkt reinschauen. Die anderen sind gerade auch schon im Seed-Menü. Schauen wir, was die jetzt auf dem Seed Nummer 2 veranstalten. Das ist jetzt ein kritischer Moment, weil hier darf niemand einen Fehler machen. Wenn einer das Portal, wie gesagt, irgendwie misplaced, also da wird irgendwann falsch Wasser geplaced und das Wasser macht eine Lava weg. Okay. Dann ist das schon sehr, sehr ärgerlich. Du musst das haben. Oh! Nein! Oh mein Gott, Mike ist dasselbe passiert. Und Nano, erstmal eine Werbung. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, weil Heiko ist nicht am Portal, der müsste das auch misplaced haben. Oder er hat es gar nicht versucht, vielleicht. Ja, Marcel hat das Portal verkackt, glaube ich. Genau dasselbe Problem, was D-Max gemacht hat. So, Fabo ist hier auf dem besten Weg. Nicht nur die beste Zeit auf diesem Seed. Kann sich auch 3 hochbauen können, das Safer. Der kommt da runter. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, halt die Fresse. Oh mein Gott. Digga, das wäre der Run gewesen, ne? In Fabsens Welt sind Enderman 4 Blöcke hoch, nicht 3. Weil Fabsen ist so klein, deswegen sehen die so groß für den aus. Heiko und wichtiger sind bei der Zeit, die sie gerade haben, in der Bastion am Traden. Fabo war zur selben Zeit im End. Ich bin so wütend auf mich, Mann! Wegen dem Portal, ne? Das ist beiden passiert. Fabo ist der Einzige, der das Portal richtig gegossen hat, oder? Pause. Jetzt gibt es aber noch ein größeres Problem bei Fabo. Ja, aber du musst der ja ist jetzt hier beim Drachen, aber mit 2 Herzen kannst du den Drachen nicht töten mit Betten. Weil du selber an der Explosion stirbst. Und es ist die Frage, wo kriegt der jetzt was zu essen her? Aber ich glaube, honestly, mit 2 Herzen, mit den Ammo-Bars ist es machbar. 5-6 Betten wäre vielleicht schwierig. Ich mache einfach, Bro. Oh mein Gott, dieser Run ist so cursed. Oh nein. Bro. Ah! Nein, nein, nein! Oh mein Gott. Finisht er das? Nein, oder? Oh mein Gott! Ja! Halbes R! Wichtiger hatte gerade die Kochonis, die Fabo gefehlt hat. Fabo hätte dasselbe machen können, aber Fabo hat überlegt, was ist schlauer, was kann ich machen, was ist das beste Play. Mike sagt, scheiß drauf, ich mach einfach, wirft sich auf die Plattform drauf, misst 2 Betten, hat ein halbes Herz am Schluss. Kein Problem. Aber ja, da habe ich meine Antwort mit den Amabas. Wo ist Marcel unterwegs eigentlich? Was war? Er steht hier auf der falschen Seite, das ist das Problem. Keine Betten? Nein! Das ist gar nichts. Heiko stand auf der falschen Seite leider. Man muss immer schauen, in welche Richtung sich der Drache dreht, weil dann macht man mehr Damage. So, Fabo auf der richtigen Seite jetzt. Und kann den Run jetzt finishen.
Mach ein bisschen Öl. Ihr müsst euch denken, Fabo hat 11 Minuten verloren, ne? Oh mein Gott. Der war bei 7 Minuten im End. Hä? Fabo! Was sagst du? Fabo! Tu's nicht. Könnte der nicht hitten. Okay, safe. Bro, das wäre jetzt das absolute Pinnacle gewesen, wenn er das jetzt noch gefailt hätte. Holy shit, Fabo, du machst mich fertig. Ey, ich geh direkt raus aus dem Scheiß. Ist der sauer. Aber wir haben eigentlich genug Streamer, die daran Interesse haben, hier mitzumachen. Ich weiß auch, dass Toni mitmachen wollte. Oh, Heiko. Ich war auf. Kann ich verstehen. Beide sind tot. Beide sind tot. Könnt ihr bei Castcrafter und bei Noriax sagen, dass es jetzt keinen Unterschied macht, das fertig zu spielen wahrscheinlich? Weil Marcel hat nur noch 7 Minuten, das wird er nicht schaffen, und Heiko nur noch 5. Das ist jetzt der aktuelle Seed. Misfit mit einer Sub-10-Zeit, haben wir schon gesehen, verteidigt hier stramm den ersten Platz. Multipearl 2, D-Max 3, wichtiger tatsächlich 4, war schneller als Chaosflow auf dem Seed hier. Danach kommt eben Chaosflow, Fabo, Castcrafter und zuletzt ist dann, er fehlt mir jetzt hier, bin ich dumm, Noriax, natürlich. Wie gesagt, der Unterschied ist, dass Castcrafter und Noriax beide den Run nicht gefinisht haben. Das heißt, unfinished ist immer weniger wert als finished, aber wir tracken den Progress im Speedrun und Cast hat dem Dragon Damage gemacht, ich glaube sogar 70% seiner HP circa. Noriax war nicht mal im End, kommt gleich, ja, da ist es, so perfekt. Und da sehen wir schon, der Seed hat schon eine Menge geändert. Es ist noch nicht vorbei, weil wir haben noch 3 Seeds, also mehr als die Hälfte ist noch zu spielen. Es wird sehr eng. Schauen wir, wie das Ganze ablaufen wird. Wo aber jetzt schon ein Punkt auch geholt wurde. Wir haben die Best Time natürlich. Also sprich der MVP des aktuellen Turniers im Stage hier. Ist Misfit. Mit 9 Minuten 39 Sekunden bei diesem Seed gerade. Was sehr, sehr impressive ist, muss ich sagen. Und wir gehen rein. Sehr gut. Perfekt. So, also Fabo, ihr seht schon, hat ein Rune Portal am Spawn. Hat dort eine Menge Gold-Tools. Baut sich jetzt Holz ab. Man braucht hier keine Structure. Es gibt kein Shipwreck. Es gibt kein Dorf. Man hat einfach nur ein Portal, was man mit dem Obby in der Kiste fertig bauen kann. Man hat auch direkt ein Feuerzeug. Also sozusagen der schnellste Nether-In, den man haben kann. Und man spawnt auch direkt neben der Bastion. Was mach ich mit dem Schwein? Der Schwein nervt! Das ist der Twist in dem Seed. Man muss hier in die Bastion kommen, ohne dass man stirbt. Weil in der Bastion kriegst du dann erst ein Eisen. Und du brauchst dir eine Eisenspitzhacke, um Gold abzubauen. Das heißt, du kannst die Piglin-Trading-Hut gar nicht spielen, wenn du kein Eisen hast. Wir sind jetzt an dem Punkt, glaube ich, wo sich sehr viel in der Meta, wie du in Minecraft Speedruns, schon gefestigt hat. Aber die letzten 2,5, 3 Jahre, wo das alles halt im Werden war, sind so viele Sachen passiert. Das ist insane, wie viel man rausgefunden hat und wie man das anders spielt noch. Marcel hat fast wieder denselben Fehler gemacht, okay, wie letztes Mal. Ja, wie bereits erwähnt, das Portal bei minus 150, 150, wo die Festung ist, oder 150, minus 150, bringt einen immer zum Stronghold. Schnell in die Mitte zu kommen, aber... Nee, oder? Fabo hat den auch schon gefunden und das mit einer sehr, sehr soliden Zeit. Wie gesagt, das zählt auch hier für den schnellsten Run. Fabo jetzt die zweite Chance, hier in den Sub 10 aufzustellen, wenn er sich wieder choked. Schauen wir mal. Nach links. Ah, das sah gut aus. Jetzt bei... Oh nein. Ruhig. Du hast nur Glück. Jetzt bist du wieder auf einem guten Timing. Ja, sieht gut aus, okay. Fabo! Oh mein Gott. Ich hab sogar auch beste Zeit, ne? Wenn du den auch gechoked hättest, Fabo, dann wäre ich aber höchstpersönlich zu dir auch draufgekommen. Jetzt links, rechts, Gold warm. Unter 9 Minuten FSG completed. Sehr stark. Fabo damit die aktuell schnellste Zeit. Aber die kann natürlich auch noch auf diesem Seed sehr, sehr stark unterboten werden. Oh Marcel, Gott, grundsolide. Könnte gleich despawnen, aber ich glaube, es bleibt zu lange. Ich glaube, er muss nochmal neuen Perch lassen. Wichtiger ist schon dran. Oh nein. Mike choked. Mike hat das gechoked, leider. Das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Was machen wir? Wir schauen jetzt, ob Heiko den Run fertig spielt. Weil wenn Heiko jetzt den Run fertig spielt, dann ist es egal, was Mike macht. Ist okay, ja, passt. Schau hoch. Nicht springen! Oh mein Gott! Oh! Okay. Es ist jetzt ein bisschen kritisch. Oh mein Gott, er hat kein Essen, oder? Er hat kein Essen. Warte, er will mich hier töten. Ja. Wo kann man die Clips hinschicken? Auf die Website peoplesprint.at, runterscrollen zu der Bulldose, dort ist ein Formular. Nice, okay. Mike! Oh mein Gott, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, das war's. Oh mein Gott! Digga! Ja, was Bro, was sehen wir hier? Was ist das? Das ist so frech, was der da macht. Vor allem, es ist ein Wettrennen gegen die eigene Zeit und es ist genauso ein Wettrennen gegen Heiko. Weil sobald Heiko den Run finisht, ist es eh egal, was Mike noch macht hier. Beide zwei Herzen, beide haben einen Traum. Und jetzt Heiko am One Cycle. Alter, du bist richtig. Ja. Passt. Kein Damage. Halbes. Er hat noch. Ja. Hit ihn mit der Axt, Heiko! Axt!
Oh mein Gott! Herz! Oh what the fuck? Nicht die Leder Chestplate! Die Leder Chestplate! Ja, okay, was mache ich jetzt? Ich will jetzt Blöcke an der Seite platzieren, damit du runtergehen kannst. Nein! Oh. Ja, das ist auch smart, okay. Oh, oh. Oh mein Gott! Okay. Das schafft er, glaube ich. Obwohl? Jetzt. Obwohl? Machen, wie du kannst. Das wird schwierig, das wird sehr schwierig. Es ist nur noch 30 Sekunden. Ich meine, das macht eh keinen Unterschied, aber er soll es fertig spielen. Soll er das fertig spielen? Das ist kein Ding. Es wird nichts, Bro. Es wird nichts. Uff. Ja, das reicht nicht ganz aus. Bin gespannt, ob er jetzt gekickt wird. Haben wir da. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt implementiert haben. Maxi meint, er hat irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nein, da sind wir da. Ist einfach nur für uns im Backup. Macht keinen Unterschied, aber hast du dir verdient. Kann man machen. Geschafft ist geschafft. Richtig gesagt. Ab aufs Leaderboard und wir sehen, Fabo mit 8,53 holt sich hier die wichtigen Punkte für sein Team. Nurex direkt dahinter mit 10,49 und dann war dieser lange Struggle hier mit Heiko unwichtiger. Wichtiger dann leider nicht fertig geworden am Ende. Also beziehungsweise ja, am Ende fertig geworden, aber ein bisschen über der Time, aber hat eh keine Auswirkung mehr drauf gehabt. Und das ist wieder ein bisschen gedreht. Wieder auf Platz 1 sind D-Max und Nurex, weil Nurex hier einen sehr guten zweiten Platz gerade hingelegt hat, 7 Punkte mitnimmt. Allerdings ist Fabo besser gewesen als er und damit schließt das Team jetzt auf. Wichtiger jetzt gerade gestruggelt, der hätte ja auch wichtige Punkte holen können fürs Team. Und dadurch wird das alles nochmal ein bisschen knapper. Wir haben nur noch 2 Seeds zu spielen, also es gibt nicht mehr so viele Punkte. Maximal 15 pro Seed kann man als Team holen. Das heißt, es wird ein sehr, sehr enges Ding, eine knappe Kiste. Und wir haben auch eine neue Best Time, das können wir jetzt auch nochmal anschauen, weil nicht nur das Gewinnerteam kriegt ein Preisgeld, sondern auch die individuell schnellste Zeit. Und die gehört aktuell Fabo. Und ich sag's, wie es ist, 8,53 zu schlagen, das wird schwierig. Das ist schwierig. Das ist eine Ansage auf jeden Fall. Wir starten und gehen rein in den Seed Nummer 4. Das Coole hier an dem Seed ist, das ist ein Pyramid Seed. Das sieht man in Speedruns so gut wie nie, weil das niemand wirklich spielt. Wir haben bei Pyramids unten ja immer Loot und auch TNT, womit du dann zum Beispiel Bäume sprengen kannst, was man hier bei den Profis ganz gut sieht, wie sie das jetzt machen gerade. Weil dann musst du einfach keine Blöcke abbauen. Du sparst dir unfassbar viel Zeit, was sehr, sehr geil ist natürlich. Aber Pyramid Run ist sehr, sehr unlikely, dass man das eigentlich wirklich mal sieht in einem submitteden Speedrun. Hab ich extra genommen den Seed, weil es eben etwas ist, was man nicht alle Tage sieht. Oh, die von oben. Das war sehr, sehr close. Flo ist mittlerweile auch Nether in. War schon länger. Flo ist gestorben, tatsächlich. Dia Show bei Misfit wieder. Das ist nicht wichtiger, der streamt, sondern Misfit, der ist der Pro im Team von wichtiger. Der hat leider nicht das beste Internet. Liebe Grüße gehen raus an Deutschland. Und dementsprechend tut er sich schwer, auf Twitch zu streamen. Deswegen streamt er auf Discord seine POV und wichtiger restreamt das. Das haben wir letztes Jahr bei ihm auch schon gemacht. Digga, hey, du bist im Stronghold. Ich seh's nicht. Mein Gott. Wie ging das so schnell? Digga, hey, du bist im Strong. Also außer Chaosflow sind Stand jetzt alle vier, also alle drei, außer Chaosflow, hey, sind gerade im Stronghold und suchen das Portal. Schauen wir, wer der Erste ist, der es finden wird. Wichtiger Mate hat, aber der Streamer hat 3 FPS. Weil Dima ist der Erste, der jetzt tatsächlich zum Drachen geht. So, Dima, Perch. Das sieht gut aus. Es wird ein Vorbett. Das ist ein Vorbett. Und damit ist Dima bei 14,56, würde ich sagen. Aber wenn Misfit jetzt nicht choked, dann ist Misfit vor ihm fertig. Oder? Ja, Misfit müsste vor ihm fertig sein. Multipearl müsste jetzt auch langsam in Stronghold kommen. Wo ist denn Chaosflow eigentlich? Von dem haben wir ewig nichts gesehen gehabt. Ah, Chaosflow ist im Kino. Der schaut sich arg von mir an, den neuen Film. Toll. Freunde, jetzt habe ich es nämlich schnell geholt, während Chaosflow wieder in der Werbung drinnen hockt. Das People's Print Mousepad jetzt am Start. Wie gesagt, dieses Mal ist es ohne Zusammenarbeit oder ohne Kollaboration mit Nifter, das ist beim letzten Mal entstanden. Es gibt es in 2 Farben, einmal in der People Sprint Original Grün Farbe und einmal gibt es in Neon Dark Green. Ihr spart euch 10%, wenn ihr den Code WENI10 verwendet. Also ihr könnt es gerne jetzt noch als Weihnachtsgeschenk abchecken, kann es euch nur empfehlen. Wir gehen wieder ran. Drache purcht jetzt. Hat's gezählt? Der müsste purchen. Okay, doch. Ich, nicht doch. Ja. Manchmal braucht er nur, weil er den aktuellen Swing nicht abbrechen kann. Und der Run sollte gefinisht sein. Aber jetzt kann jeder der Streamer in unter 25 Minuten fertig spielen und hat mehr Punkte als Flo. Das ist halt hart. Und da sehen wir Misfit mit 14,44, 11 Sekunden dahinter D-Max mit 14,55, 16,02 für Multipearl und 25,35 für Flo, der hier leider eben beim Stronghold, beim Portalraum suchen sehr, sehr lange gebraucht hat. Was ärgerlich ist, aber nimmt die Punkte hier mit. Ich würde sagen, ich sehe schon, ein paar Leute sind schon in-game. Wir gehen sofort rein. Seed Nummer 4, Streamer sind am Zug. Let's go. Dann fehlt das nur noch der Cast, der macht das aber auch gerade schon. Das sind noch rechts. Pyramide haben alle schon mal richtig gespielt. Das ist sehr, sehr geil. Der Mike ist jetzt mies am Struggling gerade. Ich würde zu Trapper gehen. Ich würde doch die Dorfblocker holen. I guess.
Oh nein, ja, oh Gott. Oh Gott, Bro. Oh jetzt hat er noch gehittet. Viel zu viel Picklins, Bro. Bei Mike ist super GAU. Es ist super GAU, Chat. Es ist super GAU. Die Konzentration ist bei allen jetzt da. Jetzt wird richtig getryhardet. Merkt ihr, wie ruhig auf einmal die sind? So, beim ersten Seed wurde noch so viel Scheiße gelabert die ganze Zeit. Und jetzt ist die Konzentration da, weil jetzt ist so, oh mein Gott, wir müssen jetzt tryharden, damit wir noch gewinnen. Fabo wird jetzt hier. Ja, oder? Der erste im Endsein. Seine Best-Time kann er nicht schlagen, aber. Er ist auf dem besten Weg, die beste Zeit für den Ziel aufzustellen, was für sein Team huge wäre. Junge, jetzt bei Fabo da jetzt einfach keine Fruchtiswerbung, nachdem wir das die ganze Zeit auf Twitch bekommen haben, das ist ja frech. Ist das dreist. Schaut euch das an. Ja, ist mir auch egal, was du da machst, ist Fabo. So, Mike im Perch. Ja, oh mein Gott. Nein, 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 nein! Breaken, Big, das wird breaken. Alter, Alter. Alter, Bro. Nein, nein. Nein. Ey, ey, ey. Ärgerlich. So, Marcel. Warum despawn die Betten denn? Digga! Geh doch weg, Digga! Geh doch down! Oh mein Gott! Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Ich sag, bei Marcel haben wir eine neue Speedrun-Prodigy. Bei Marcel würde ich mir wünschen, dass der in Speedrun-Content reingeht und seinen Verstand komplett verliert in Ranked. Also, er will jetzt mit TNT den Drachen killen, weil er keine andere Möglichkeit sieht. Ich habe noch nie mit TNT einen Drachen gekillt. Ich habe es auch noch nie gesehen, dass das jemand macht. Ja, ich weiß, dass man damit eine Menge Damage machen kann, dass das an sich auch gut funktioniert. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der das gemacht hat. Es wäre jetzt krass, wenn er das jetzt einfach in Pipo Sprint im Turnier das erste Mal einfach macht. Bro, wie kann das sein? Der hat den siebten Enderman umgehauen und der hat keine Perle bekommen. Wie kann das sein? Dreamluck halt wirklich irre. Einfach irre. Wann? Jetzt? Oh Gott, Junge. Oh oh. Oh oh. Was? Oh, okay. Fotofinish wieder. Okay. Fotofinish schon wieder. Warte, drück mal Escape. Nein. Nein. Und drück Statistik. Mal, und dann mal den Button oben rechts. Drück mal den Button oben rechts. Mob 8. Also mit dem gerade. Oh mein Gott. Jetzt geht meine Axt gleich kaputt, ey. Da ist sie. Nur die Betten richtig timen. Ja, das war ein sehr gutes Bett. He did it! Nein. Yes! Mal aus, wie das Ranking jetzt aussieht. Fabo macht den ersten Platz klar. Nodeax, Misfit und D-Max direkt knapp dahinter. Und dann auf der zweiten Seite haben wir Multipearl, wichtiger Chaos Flow und Castcraft am Schluss. So, jetzt würde ich sagen, wir schauen uns jetzt das Leaderboard an. Und ich glaube, mein Verdacht ist, dass Fabo zwar sehr viele Punkte für sein Team holt, D-Max und Nodeax aber zwei gute Platzierungen haben. Ich glaube, zwischen den zwei Teams wird es sich entscheiden. Wir schauen aufs Leaderboard. Und damit habe ich gar nicht so unrecht. Zwei Punkte Unterschied. Und das wird sehr spannend. Ich glaube, für Flo und für Cast ist es leider hier jetzt vorbei. Da hat es sich erledigt. Ich glaube auch, es muss sehr viel schief laufen für die beiden Top-Teams jetzt gerade, wenn Misfit und Wichtiger noch in Rage kommen wollen. Aber es ist noch alles offen. Vor allem diese Top 2. Das wird ein sehr knappes Ding. Wir haben die auf einmal 45, ist das ein Bug? Wie? Ist die Rangliste anders? Ja, zeigen wir es nochmal an und schauen es nochmal an. Es kann sein, dass das noch nicht aktualisiert war zu dem Zeitpunkt, wo wir es eingeblendet haben. Es kann aber auch sein, dass das ein Rechenfehler ist. Verlasst euch mal jetzt nicht zu 100% auf das, was da gerade steht. Wir werden das abchecken, während ihr den nächsten Seed spielt, dann wissen wir das, okay? Wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen den Pros zu beim letzten Seed in diesem People Sprint. Let's go. Der Grund, warum die Punkte sich im Leaderboard live aktualisiert haben, ist, weil schon einer der Pros in den fünften Seed gegangen ist und dadurch hat sich ein zwischenzeitliches Ranking, das war Multipearl wahrscheinlich, der das erste gestartet, weil der hat die längste Zeit, dadurch, dass er schon in den Seed reingegangen ist, hat es das Leaderboard so aktualisiert, als ob er 8 Punkte geholt hätte, weil er der Einzige ist, der gespielt hat. Versteht ihr, Chat? Deswegen 37 plus 8 ist 45. Die Punkte gab es aber nie. Das heißt, 37 ist richtig gewesen. So, wie ist die Chance, dass während wir das Leaderboard anschauen, einer schon sein Spiel startet, um dann zu pausieren, nur damit dieser Trigger hochgerechnet hat? Oh, Misfit. Burnt der aus? Oh mein Gott. Nein, nein, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich? Hat der keinen Bock mehr, ist das krank. Mike, heb sie. Wenn du, ja, da ist sie. So. Jetzt wird mal gefinisht hier. Multipearl mit dem Run. Was ist die Zeit? Unter 12 Minuten vielleicht? Irgendwie sowas im Dreh? Wir sehen es leider nicht wegen dem Ninja Brain Bot, aber wir werden es gleich sehen, wenn es gefinisht ist. Und zwar jetzt. 12-3. Oh, 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 oh. Okay. Alles easy, hat er. Chaos Flow spielt öfter Speedruns, ja? Das kann man immer. Chaos Flow hat, glaube ich, die zweitbeste österreichische Zeit in Minecraft Speedruns. Ich hatte mal die beste. Aber ich habe jetzt, glaube ich, nur noch Top 5 oder so. Grüße an Chaos Flow, bei dem gerade Werbung läuft. Aquaman,
nicht angucken, genau deswegen. Grüße an Kauslo. Scheiß Akkoman, Alter, zahlt mal für das Turnier hier. Wir machen hier so viel Werbung für euch. Können wir noch auf Misfit schauen? Der spielt das letztes Jahr. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht das Schönste, aber wir schauen zu. Aber die Chance ist doch so gering, oder? Also die können bei Rank doch nicht nur sagen, sie haben nur 40 Seeds oder keine Ahnung, 100 Seeds oder so. Die werden doch safe mehr haben, wenn es endlich ist, oder? Weil wenn du den ganzen Tag Ranked spielst, dann spielst du die ganze Zeit dieselben Seeds sonst. Das macht ja keinen Sinn. Misfit ist raus. Und ich glaube, damit sind wir fertig mit den Runs. Wir schauen jetzt mal auf Leaderboard, wie das jetzt aktuell aussieht. Es hat sich wenig getan am Overall-Ranking dadurch natürlich. Nur mal zur Erinnerung nochmal. D-Max und Norax hatten 39 Punkte davor und Multiple und Fabo hatten 37 Punkte. Das heißt, jetzt gerade ist es einfach ein Punkt mehr fürs Team Multiple und ihnen fehlt noch ein Punkt, damit sie auf Gleichstand sind. Das kann sich jetzt aber alles noch verändern, dadurch, dass die Streamer jetzt spielen und die können unterschiedlich viele Punkte holen. Wenn jetzt Fabo und Noriax mehrere Plätze auseinander entfernt sind, dann gibt es ja ganz klar ein Ergebnis direkt. Nur wenn die einen Platz aneinander dran sind, kann das hier noch edgy werden. Also das werden wir jetzt sehen. Viele Szenarios, wer das Ganze hier noch holen kann. Hier sehen wir die aktuellen Punkte. 46 zu 45. Es ist super, super knapp. So, ich habe gesehen, es haben so Leute gestartet und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Ich glaube, wenn Wichtiger jetzt die schnellste Zeit overall hat, also er ist Erster auf der Map, und Fabo und Noriax werden Letzten. Wobei, nein, das ging ja gar nicht, weil Misfit nicht fertig gespielt hat. Ah, ja, müssen wir schauen. Egal, sonst ist einfach mal fertig gespielt. Dann genau da geradeaus. Soll ich nicht noch Holz fahren? Marcel ist so am Sweaten, ist das krank. Digga, er denkt, wir spielen um 10k. Okay. Boot ist Crafting Table Upper. Okay, jetzt habe ich das. Er ist so im Film. Ja, und dann zum Shipwreck. Und dann er ist so im Film. Ich wollte eigentlich gerade überlegen, wie ich das Marcel verbieten kann oder so. Oder beziehungsweise was ich halt sag, dass es halt dumm ist, wenn du die ganze Zeit faust. Aber ich glaube, er macht sich selber damit kaputt. Ich glaube, es kostet ihn alles mehr Zeit, als es ihm was bringt, muss ich ehrlich sagen. Achso, welche? Nee. Sollen wir wieder bei Wichtiger reinschauen? Oh, Heiko ist gestorben. Beide sind gestorben! Was ist denn passiert? In der Zeit, null. Wann ist es 7 Minuten? Was so gut in der Zeit? Heiko. Dieser Chatter, all good, bist doch super in der Zeit. Er macht immer noch Portal. Jesus Christ. Das ist Karma. Das ist so Karma. Das ist original das fetteste Karma überhaupt, was Marcelli gerade kassiert, dafür, dass er sagt, er pause abused hier die ganze Zeit. Danke, Fabo. Wir supporten dich sehr gerne. Ich glaube, Heiko ist auch im Vollbruch. Also die Zeit von D-Max und von Multiple wird von den beiden keiner mehr erreichen. Und es geht jetzt wirklich nur noch darum. Das wird jetzt sehr awkward, weil Mike auch surrendert hat, okay? Folgendes Szenario jetzt, ja? Wenn Fabo jetzt finisht und Noriax braucht länger als Fabo, aber er braucht nicht länger als Chaos Flow oder als Cast Crafter, dann haben wir einen Gleichstand. Heiko kann Marcel knacken, das wird wild. Ich glaube auch, dass das noch drinnen ist. Und Marcel hat auch ein Ablaufdatum auf dem Kopf. Und zwar 18 Minuten, weil das ist die Zeit von Chaos Flow. Und wenn er unter die kommt, dann reicht's nicht. Und für Fabo müsste das der Run gewesen sein. Ja, ist machbar. Ist machbar für Fabo. Wir können jetzt in den Splitscreen von Castcraft und von Noriax gehen. Und wir haben zwei Parameter. Castcrafter finished vor Noriax. Nein, warte, okay. Castcrafter ist jetzt schon egal. Noriax darf nicht länger als... Wie war die Zeit von Chaos Flow? 18.01 ist die Zeit. Wenn Marcel nicht 18.01 finisht, dann gewinnt Fabo und Multiple. Er kann nicht mehr sprinten. Oh, ich glaube, es hat sich eh erledigt. Ich glaube, es hat sich gerade erledigt. Ich glaube, der Fakt, dass Marcel nicht sprinten kann, kein Food hat und kein Holz hat, könnte das alles jetzt beendet haben. So. Ach so, ja, stimmt. Win. Alles gut. Wir haben Zeit. Stark. Gute Betten. Ja, Marcel hat's. Runtergespielt. Solid. Wir werden's sehen. Ich glaube, das ist kein Teil, aber wir werden das sehen. Freunde, das war der letzte Seed, die letzte Map, die gespielt wurde. Ja, das Leaderboard ist schon ready. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein, wie es jetzt dann bei dieser Map aussah, wie sich das Ganze ergeben hat. Ja. Ersten Platz macht hier Multiple. 12.03, nimmt die 8 Punkte mit D-Max. 12.30 direkt dahinter. Fabo dann mit einer soliden Zeit, 13.55, und eben, wie bereits erwähnt, Noriax reiht sich hier zwischen Chaos Flow und Castcrafter ein. Und dementsprechend hier noch einen Punkt Unterschied. Und ich glaube, dass es jetzt am Ende des Tages genau deswegen nicht Teil ist, aber das sehen wir jetzt. Wir blenden nämlich das Gesamt-Leaderboard ein, wie es aktuell aussieht. Und dann haben wir unseren Gewinner vom People Sprint, Nummer 9. Und es ist um einen Punkt Fabo und Multiple. Herzlichen Glückwunsch! Damit gewinnt das Team hier extrem knapp People Sprint. GG's, Clap in den Chat. Es war unglaublich knapp und die Teams waren auch richtig gut dieses Mal. Leider Internetprobleme bei Misfit, trotzdem danke fürs Mitmachen.
Und wie gesagt, fürs nächste People Sprint habe ich eine Idee, wie wir das Ganze noch geiler machen können, auf jeden Fall, nächstes Jahr dann. Sondern wir kriegen auch nochmal 250 Euro Preisgeld für die schnellste individuelle Zeit, die gespielt wurde. Und die ist, ohne große Überraschung, Fabo. Mit dem FSG-Sieg, den er gespielt hat, 8,53. Krasse Zeit, über fast eine Minute schneller als Misfit hier, der das im RSG aufgestellt hat. Insane auf dem Fabo gespielt. Reiht sich damit direkt da ein, wo es Nice Toys und Wichtiger letztes Mal gemacht haben. Vielleicht wird das hier so ein fortgesetztes Ding, dass man legit alles gewinnt. Letztes Mal Nice Toys und Wichtiger gewinnen People Sprint. Nice Toys hat die schnellste Zeit. Oder Wichtiger hat die schnellste Zeit, glaube ich sogar. Dieses Mal Fabo und Multipurl gewinnen People Sprint. Fabo hat die schnellste Zeit. Nimm mal mit. 57 Preisgeld für das Team. GGs. Und das sind die besten Momente, die dieses Mal im People Sprint passiert sind. Die Red Bull Highlights. Und jetzt schauen wir rein, wer denn hier mit seinen Clips gewonnen hat. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Das ist ganz gut. Das ist der Epic Save von Mike. Oh! Oh. Digga! Das ist so krass. Lumat DR, herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst ein Trail Red Bull deiner Wahl. Ab ins nächste Red Bull Highlight. Fabo ist hier auf dem besten Weg. Nicht nur die beste Zeit auf diesem Seed. Wenn sich auch drei hochbauen kann, ist safer. Der kommt da runter. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, halt die Fresse. Und der Typ hat gewonnen, oh Chat. Digga, das wäre der Run gewesen, ne? Der Typ hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Toller Clip auf jeden Fall. Und wer hat den geholt? Chilia MTB. Nächstes Highlight. Film ab. Nächster. Ist das der perfekte One-Cycle von Marcel? Let's go! Norex, du bist der Goat! Das erste Mal, dass der Mann Minecraft Speedrun gespielt hat. Das erste Mal, dass er einen One-Cycle gemacht hat in einem Run. Und er nailed ihn einfach. Well played. Nächster Clip. Just Felix gewinnt den Train. Let's go. Boah, das Schwein. Ich hab noch Fahrt. Deswegen hat er so viel Schaden gemacht. Wie viele halben Herzen wir da auch gesehen haben in dem FIFO Sprint, ist geisteskrank. Jetzt einer von denen. Holy hell. Multipurl mit einem richtig guten Clip. Und das Tray geht an Kev to Change. Herzlichen Glückwunsch. Schauen wir, wer das letzte Tray Red Bull hier gewinnt. Letzter Clip, Film ab. Und jetzt Heiko am One Cycle. Hey, du bist richtig, Ja, passt. Kein Damage. Ah ja, das war die Rüstung, ne? Halbes. Mit zwei Halbes? Herzen. Er hat noch. Ja. Hit ihn mit der Axt, Heiko! Axt! Das ist so krass. Das ist so krass. What the fuck? Babs! Eisner, Servus! Na, Servus! Herzlichen Glückwunsch! Wie fühlt sich's an, nach Pause wieder dabei zu sein und dann zu gewinnen? Ja, gut, Alter. Ich bin jetzt immer wieder dabei. Das hoffe ich sehr. Es war voll knapp, ne? Es war richtig knapp. Wie ich es eh erwähnt habe. Gab's schon mal so ein spannendes Sprint? Nee, ne? Wir hatten einmal eines, wo nur mit 2 Punkten Unterschied gewonnen wurde, glaube ich. Boah, jetzt war es halt nur einer. Ja, jetzt war es halt nur einer. Wie ich es eh gesagt habe, also du warst im Runder währenddessen. Wir haben bei den ersten People Sprints, haben wir immer geplant, was passiert, wenn wir einen Tiebreaker haben. Dann haben wir einen extra Seed noch gehabt, haben ein Format dafür gehabt. Wir haben sogar schon Backup-Seeds für die Tiebreaker-Seeds gehabt, falls da irgendwas schief gehen sollte. Und dieses People Sprint war ich so, weil sie es auch so spontan gemacht haben, wir brauchen keinen Backup-Seed, wir brauchen keinen Tiebreaker, das passiert eh nicht. Wir haben 10 Mal People Sprint gemacht, nicht ein einziges Mal war ein Tiebreaker, wird nicht passieren. Und jetzt sind wir hier. Aber ja, ihr habt's ja rausgerissen. Ja, wir haben nochmal den Umschwinger gehabt. Wir werden, also hast du diesen Enderman-Clip gesehen mit diesen 4 Blöcken? Der Enderman-Clip hat tatsächlich ein Red Bull Highlight gewonnen auch, weil er so brachial katastrophal war. Hätte ich da das einfach clean runtergespielt, dann wären wir die ganze Zeit mit so viel Abstand Erster gewesen. Aber ich habe alles geworfen. Ja. Ich war so scheiße eigentlich. Das stimmt. Genau wie Mike, der hat auch alles geworfen. Der hat die Schere ganz hoch gehoben. Ja, ich wollte am Ende gucken, wie weit er ist. Er war schon offline. Ja, er hat die Reißleine gezogen. Weg. Da ist vorbei. Ja gut, dann würde ich sagen, danke, dass du noch ins Interview gekommen bist und die Abmut gecrashed hast. Ich bin ja seit 10 Minuten drin. Ja, schau Fabo, das Ding ist, kaufst du dir für dein Preisgeld? Ich würde das auch noch oben drauf nehmen. Kaufen weiß ich jetzt nicht. Danke, dass du dabei warst, Fabo. Wir sehen uns nächstes Jahr Pipo Sprint. Wir sehen uns morgen Craft Deck, wenn ich ein Hausabbau. Tschüss. Ey, bitte nicht. Tschüss. Ich mach das. Auf Wiedersehen. Okay, auf Wiedersehen. Schauen, reingehauen. Das ist dämlich. Dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt endgültig gut sein. Es ist erledigt. Pipo Sprint für dieses Jahr. Geht in die Pause. Wir sehen uns nächstes Jahr für die 10. Jubiläumsausgabe, die was Besonderes werden soll. Und wie gesagt, nächstes Jahr ist noch ein bisschen mehr geplant. Danke, dass ihr dabei wart. Best of Video kommt die Tage. Red Bull Highlights Gewinnerinnen werden kontaktiert. Checkt eure E-Mails, mit denen ihr euch angemeldet habt. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Stream. Macht's gut. Wunderschöne gute Nacht. Ciao.